Willkommen zurück hier bei Remember Me. Senna, Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen, Mama Referik. Ich musste einen Umweg über Neubelleville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorientherapie zu lesen? Hallo, einkaufen mit Mami. Hallo, mein kleines Schlauchen. Sei brav bei deiner Mutter, ja? Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Stell dir die Möglichkeiten vor. Das menschliche Gedächtnis steuern. Reden wir morgen drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Hör auf damit, Melin. Beruhige dich sofort. Du kriegst dein Geschenk zu Hause. Nelin, sitz still und sei ruhig. Mami, schau! Nein. Nelin, setz dich wieder hin. Nelin, Mutter? Hinsetzen, sofort! Kindersicherung aktiv. Mami will nur, dass es dir gut geht. Das darfst du nie wieder tun. Okay? Ach, wir sind schuld, oder was? Nelin, mein Bein. Das ist alles deine Schuld. Tut mir leid, Mami. Tut mir leid. Was eine Bitch. Gut, dann müssen wir mal uns reinwaschen. Und so tun, als wenn nicht unsere Schuld hier wäre. Also, dass der Unfall nicht unsere Schuld ist. Also, wir dürfen sie quasi nicht ablenken. Und so, das dauert ganz schön lang. Aha. So, dann spulen wir mal ein bisschen zurück und dann schauen wir mal, was wir hier beeinflussen können. So, was haben wir da? Windschutzscheibe. Aha, Risse in der Windschutzscheibe. Was war das? Das kann es aber doch nicht gewesen sein. Nein. Also jetzt ist zwar kein Unfall passiert, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. So, wir gehen mal weiter zurück. So, zurück. So, was war hier? Und der Verkehr war schlimm. Ein Bildschirm. Damit können wir uns vielleicht ablenken. Schlimm. Ja, Jax, du bist der Beste. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über Hallo, die Memorientherapie zu lesen? Ich war gerade einkaufen mit Mami.
Hallo, mein kleines Schlauchen. Sei brav bei deiner Mutter, ja? Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Stell dir die Möglichkeiten vor. Das menschliche Gedächtnis steuern. Reden wir morgen drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Hör auf damit, Nelly. Beruhige dich sofort. Na, das wird nicht das Richtige sein. Wir sind schon wieder die Eltern am Ablenken. Also der blöde Panda-Bär hat nichts gebracht. So, dann gehen wir nochmal ganz zurück. So. Und ja, Nellen, wir machen den Monitor jetzt aus oder den Bildschirm jetzt aus. So, was haben wir hier? Die Handtasche. Aber ich gehe mal ganz zurück, damit wir nicht immer... Aha, okay. So, sie hat ein Getränk in der Hand. Was haben wir hier? Airbag, Becherhalter. Wenn sie das Getränk hat, dann können wir den vielleicht reinfahren. Genau, dann kann sie es nicht abstellen und hat nur noch eine Hand frei. Ja, genau das. Zilla, Liebling, ist alles in... Was haben wir hier noch? Einmal kurz gucken. Handtasche, na komm, sag schon. Boah. Handtasche öffnen, ja, ich habe keine Ahnung. Ach, da ist auch so ein Panda. Das ist das Geschenk. Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Mal gucken, was passiert. Sie bauen am Meriferik. Ich musste einen Umweg über Neubelville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass... Was war denn das eben? Ach, jetzt sind hier zwei Sachen, nicht mehr... Der Monitor einschalten, aber das hat ja nichts gebracht. Sonst kriegen wir die Schuld. Jax aktivieren, okay. Der war schlimm. Oh Gott. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr. Wenn ich es doch auch könnte. Oh, und Android-Phone. Die Möglichkeiten vor. Hast du Hunger? Reden wir morgen drüber, ja? Ich auch nicht. Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Ich auch. Wollen wir einen Spaziergang machen? Wir könnten was zu essen mitnehmen. Ich wunderte mich, warum es so ruhig war. Ich zeig dir ich sollte Leute, dich bestrafen, kenne, meine Liebe. Aber ihr beiden seid so süß zusammen. Sie hält an. Warum hält sie an? Vielleicht müssen wir... Alles Gute zum Geburtstag. Ja, schön. Aber vielleicht müssen wir die Scheibe doch wieder zu Bruch bringen. So, was war das? War das das? Jawohl, machen wir mal. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht mehr weiter. Was ist das? Ach, ah, Scheiße. Sieh mal. Das Memo. Schlechtes Wort, schlechtes Wort. Papa wird mich umbringen. Jawohl. Und schon haben wir unsere Seele reingewaschen. Mami. Mami. Nelin. Alles in Ordnung. Nicht schlimm. Es ist meine Schuld, Liebling. Mein Bein. Mami. Mami. Jawohl, Geburtstagscrash. Also, haben wir es gepackt.
Also das ist schon wirklich ziemlich cool, dieses Erinnerung zusammenmixen. Macht schon was her. Und jetzt erinnern wir uns, dass es unsere Mutter ist. Nilin! Und da haben wir auch unsere Narbe her. Oh mein Schatz, du warst nicht schuld. Ich war unvorsichtig. Oh. Und es war dein Geburtstag. Oh mein armer Schatz, es tut mir so leid. Es tut mir auch leid. Ironisch, nicht? Die Präsidentin von Memorize weigert sich, den schlimmsten Tag ihres Lebens zu vergessen. Ich hatte all das vergessen. Alles. Madame, der Terrorist wurde auf ihrer Etage entdeckt. Ein Kommando ist auf dem Weg nach oben. Danke, Philipp. Ich bin bereit. Das Leben reißt uns auseinander. Aber du wirst immer meine Tochter sein. Nie werde ich dir Schaden zufügen. Sie Mami, wird uns verraten. Geh, lauf! Er führt dich aufs Dach! Oh, sie hilft uns. Lauf! Auf nie vergessen. Philipp, morgen früh überdenken wir die Strategie für das Rückverwandlungsprojekt. Gut, dann macht nun alle Schluss für heute. Heim zur Familie. Sie auch, Philipp. Gewiss, Madame. Danke, Madame. Erfolg freigeschaltet, bist du meine Mama. Unsere einzige Wahrheit ist unser Leid. Ich bin die Tochter von Cilla Cartier-Wells. Ich bin die vergessene Erbin der Memorize-Dynastie. Was für ein übler Witz. Gerade als ich wieder zu mir fand, einen Sinn erkannte, treibe ich nun wieder auf dem Meer der Ungewissheit. Welches üble Spiel spielt Edge? Kann ich ihm vertrauen? Dennoch, er will mir zeigen, dass sein Kampf gerecht ist. So lege ich ein letztes Mal mein Leben in seine Hände und folge ihm. Er sagte, Memorize schändlichste Geheimnisse seien unter der Bastille verborgen. Dies war meine Rechtfertigung, meine eigene Mutter zu remixen. Meine Mutter, die ich vergessen hatte. Ich fresse meine Vergangenheit für eine bessere Zukunft. Ich kann nicht mehr laufen. Und ich will antworten. Ja, die nächste Episode beginnt. Verrotteter Kern. Ja, Kraftimpressions verursachen schweren Schaden und durchbrechen die Wachsamkeit. Keller der Bastille. So, und ich würde sagen, na, wir haben noch eine Minute, ne? Machen wir noch kurz hier. Na, komm. Nillen. Ich habe jetzt echt keine Lust zu plaudern. Bad Request ist noch eingesperrt. Unter spezieller Aufsicht von Dr. Sebastian Quaid. Finde und befreie ihn. Damit das klar ist. Ich tue das für Bad Request, nicht für die Sache. Ein Aufzug ist vor dir. Er geht runter unter die Bastille. Dort wird dir alles klar. So, dann einmal die nach links und die nach rechts auf.
So, dann holen wir mal den Fahrstuhl. Mit gläsernem Boden. Sehr mutig. Oh Mann. Nicht die tollste Option, aber na gut. Na super. So, haben wir hier irgendwo Licht? Wir können die jetzt nämlich nicht angreifen. Ich warte mal auf den Fahrstuhl. So, dann kommt mal her, Jungs. Genau, kommt mal ran. So, und dann machen wir hier mal ein bisschen mehr Action. Du musst dabei einige Sicherheitsschlösser aufbrechen. Bad Request hatte ein Picksocket, ohne das ging er nie los. Es wird im Lager für die persönlichen Sachen der Gefangenen sein. Wo bin ich eigentlich? Dorthin kamen die vielversprechendsten Patienten als Versuchskaninchen. Ich bin wieder hier. Und das ist deine Schuld. So, hier können wir uns erstmal heilen. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen um. So, hier haben wir wieder eine Anzeige. Nillen Bad Request. Ach, guck mal, was haben wir da stehen? Ablage. Und Bad Request. Ist der da drin? So, können wir hier durch? Dieser Kontrollposten ist inaktiv. Bitte zurücktreten. Das Glas schließt. Shit. Ablage. Ach, da stehen dann die Namen drauf. Ja, jetzt müssen wir da ein. Oje. Ich hoffe, die öffnen sich nicht. So, schnell weg. Bis wir den richtigen hier haben. Auch der ist nicht der richtige, Entschuldigung. So, da ist Bad Request. Ach, das ist einfach nur. Ah, so ein Socket, okay. Ich hab's. Bad Requests Pick Socket. Perfekt, damit knackst du Sicherheitsschlösser. Lass mich raten. Bad Request ist mein heimlicher Bruder, stimmt's? So, der Picksocket knackt selbst die stärksten Sicherheitsschlösser, indem er sie mit einer Energiesalve überlastet. Wollen wir das gleich mal probieren? Um die Türkontrollkapsel zu überlasten, schießen Sie die Energiepakete auf sie ab. Achso, das wird gar nicht, okay.
Und durch Fenster auch. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Was haben wir denn da drin? Ach, so ein Roboter wieder, so einen komischen. Ja, aber zumachen ist nicht so doll. So, was haben wir hier vorne an dem Schreibtisch? Nichts Spannendes, so wie es aussieht. Schade. Und das hier ist auch nicht so das Richtige. Ja, ich glaube, wir müssen die Fenster wieder runterlassen, ne? Na. Hä, wie können wir denn hier jetzt... Ja, die Tür ist ja mal ganz egal. Ah, jetzt haben wir... Kann durch Fenster feuern. Ja, danke für den Tipp, aber ich weiß halt nicht, durch welches Fenster ich feuern soll. Ach, man muss sich da die Energie irgendwie rausholen. Ah. So, aber hier komme ich noch nicht durch. So, wir nehmen uns... Ne, die Tür ist nämlich nicht aktiviert. Ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. So, hier geht das runter. So, die Tür bringt uns nichts. Ach, da. Ja, aber ich kann es nicht anvisieren. Ach, jetzt geht's. Okay. Ja, gut. Bürger von Neo Paris, ich spreche zu euch in dieser schweren Stunde, um die sofortige Einstellung des Rückverwandlungsprojekts anzukündigen. Die Versklavung einer Minderheit, wie feindlich oder bedrohlich sie auch sein mag, kann kein legitimes gesellschaftliches Ziel sein. Tja, was sollen wir machen? Des Rückverwandlungsprojekts anzukündigen. Die Versklavung einer Minderheit, wie feindlich oder bedrohlich sie auch sein mag, kann kein legitimes gesellschaftliches Ziel sein. Da hinten vielleicht? Nee. Ich bin jetzt wirklich ein wenig am Überlegen. Ich würde sagen, wir machen hier einfach nochmal ein Päuschen und dann sehen wir uns direkt in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann.